Herzlich willkommen zur Viertelstund der digitalen Bibelstunde für euch. Heute mit einem Special zum Karfreitag. Wir lesen in der Bibel von dem Allerverachtetsten, von dem, der unsere Missetat, unsere Sünde getragen hat, sogar unsere Krankheit. Das steht in den sogenannten Gottesknechtsliedern. Heute haben wir einen Text, der genau das thematisiert. Lest doch einmal Jesaja 52 ab Vers 13 und dann das Kapitel 53 mit dazu. Das Gottesknechtslied in Jesaja 52 und 53 ist einer der herausragenden Texte der Bibel. Wir haben heute einen Gast in der Viertelstund, der dazu Näheres sagen kann. Pfarrer Dr. Uwe Rechberger aus Waldorf-Häslach. Und an ihn geht die Frage, wer ist eigentlich der Gottesknecht? Wer ist der Gottesknecht? Mit dieser Frage sind wir in bester Gesellschaft. Schon ein äthiopischer Finanzminister hat sie vor 2000 Jahren gestellt, als er über Jesaja 53 gebrütet hat. Und Philippus, er nimmt ihn mit hinein in dieses Buch Jesaja, in dieses 53. Kapitel. Und wir lesen von Philippus. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Eindeutig, der Gottesknecht von Jesaja 53 ist Jesus Christus. Alle anderen Deutungen von Jesaja 53, die auch das Judentum versucht hat und bis heute versucht, laufen ins Leere. Was diesen Gottesknecht auszeichnet, wie ihn Jesaja 53 beschreibt und wie wir ihn heute am Karfreitag feiern: Schuldlosigkeit. So spricht 53,9. Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat. Ein zweites, was Jesaja anführt im Blick auf diesen Gottesknecht: er ist einen stellvertretenden Sühnetod gestorben. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Für mich die wunderbarsten Verheißungen des Alten Testaments, zusammengefasst in diesem Stichwort des stellvertretenden Sühnetods. Und dann redet Jesaja weiter vom Schuldopfer, das der Gottesknecht erbringt. Ein kultischer Begriff hier in der Opferterminologie des Alten Testaments. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Und schließlich spricht Vers 11 davon, dass der Gottesknecht vom Tod zum Leben hindurchdringt. Zitat: weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und schließlich spricht schon Jesaja 53 oder 52, beginnt ja das Gottesknechtslied in Vers 15, von einer Bekehrung der Heiden, der Völker. Wenn es in 52,15 heißt, Elberfelder Übersetzung, die hier sehr wörtlich übersetzt: ebenso wird er viele Nationen besprengen. Gemeint ist, Menschen werden sich bekehren. Fazit also: mit diesen Fokussierungen beschreibt Jesaja nichts anderes als das, was wir in Jesus Christus erfüllt sehen. Er, Jesus Christus, der Schuldlose, stirbt für dich und für mich den stellvertretenden Sühnetod. Er ist das Opferlamm. Er ist der auferstandene Herr. Und wir miteinander haben durch ihn das Leben, und das feiern wir heute am Karfreitag. Aber die Frage von Steffen Kern war vorhin: wer ist der Gottesknecht? Die Antwort von Jesaja 53 ist eindeutig. Sie lässt sich nur im Blick auf Jesus Christus geben. Er ist der Gottesknecht, wie ihn Jesaja 53 beschreibt. Aber wir haben weitere Gottesknechtslieder. Und nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament ist an mehreren Stellen vom Gottesknecht die Rede. Und dort wird sehr schnell deutlich: Gottesknecht ist nicht nur Jesus Christus. Gehen wir zum Beispiel ins zweite Gottesknechtslied, Jesaja 49. Dann entdecken wir dort sogar nicht nur einen Gottesknecht, sondern gleich zwei.
Ich lese uns Vers 1 und 3. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Bevor ich weiter lese, halten wir fest, in 49,3 ist das Volk Israel Knecht Gottes. Ich lese weiter ab Vers 5. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. In Vers 5 und 6 ist definitiv jemand anderes Gottes Knecht als in den vorausgehenden Versen. In 1 bis 4 ist Israel Gottes Knecht. In Vers 5 und 6 wird jemand anderes angesprochen, der sich darin als Gottes Knecht erweist, dass er unter anderem auch an Israel wirkt und durch ihn Israel zum Heil findet. Und dieser jemand spricht hier in der Ich-Form. Wer ist dieser individuelle Gottesknecht, von dem Jesaja hier spricht, der von Gott gesandt ist zur Aufrichtung Israels und zum Heil der Welt? Die direkte Anrede an den Propheten, beziehungsweise umgekehrt die Ich-Rede des Propheten, legen es nahe, der Gottesknecht, von dem hier die Rede ist, ist zunächst Jesaja selbst. Er verkündigt Israel frohe Botschaft. Er verkündigt Israel und aller Welt Befreiung und Heil. Und dann verkündigt er zusammen dies mit Israel aller Welt. Will sagen, in Jesaja 49 ist der Prophet Jesaja Gottes Knecht und das Volk Israel auch. Jesaja wird zum Gottesknecht für Israel und die beiden gemeinsam werden zum Knecht Gottes für alle Welt. Wer ist der Gottesknecht, war unsere Frage. In Jesaja 53 haben wir eine eindeutig christologische Deutung des Gottesknechts. Nur Jesus Christus hat Jesaja 53 so erfüllt. Aber darüber hinaus haben wir über diese christologische Deutung mit dem Blick auf Jesus Christus eine, ich fasse es mal zusammen, missionarische Deutung des Gottesknechts. Deutlich, wenn wir den Rahmen von Jesaja 49 anschauen, den Beginn und den Schluss dieses Gottesknechtslieds, wenn es hier heißt, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und jetzt passiert Erstaunliches. Wenn wir ins Neue Testament schauen und sehen, wie Lukas und Paulus jene Verse aufgreifen, so schreibt Paulus in Galater 1, 15, als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Was macht Paulus hier? Er interpretiert sich und seine Berufung im Licht von Jesaja 49. Noch einmal 49, 1, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Und Lukas macht es in der Apostelgeschichte genauso. Noch einmal das Gottesknechtslied Jesaja 49, jetzt Vers 6. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Und jetzt Lukas über Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 13. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden, denn so hat es uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Fazit, wer ist der Gottesknecht? Mit Philippus gesprochen, eindeutig Jesus Christus.
Jesaja 53 findet seine einzige Erfüllung in Jesus Christus und seinem Heilswerk am Kreuz. Darüber hinaus aber müssen wir den Titel des Gottesknechtes weiterfassen, weil die Bibel ihn weiterfasst. Indem die Bibel von mehreren Personen spricht, die sie alle miteinander Gottesknecht nennt. Jesaja, das Volk Israel, Jesus Christus, Paulus, Barnabas. Der Gottesknecht ist damit also mehr als die Bezeichnung einer Person. Es geht vielmehr um einen Auftrag. Mit anderen Worten, Gottesknecht ist jeder, der das Evangelium von Jesus Christus hinausträgt bis zu den Inseln und an die Enden der Erde. Jeder, der vom Hörer des Evangeliums zu einem Verkündiger wird, ist damit ein Knecht Gottes. Die Frage lautet also nicht, wer ist der Knecht Gottes, sondern die Frage lautet, bist du ein Knecht Gottes? Und wenn du antwortest, ich trage das Evangelium von Jesus Christus hinaus, ich mache Jesus groß, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du ein Knecht Gottes. In der Linie all jener, die die Bibel als Knechte Gottes bezeichnet, Jesaja, Israel, Jesus, Paulus, Barnabas und vieler Missionare mehr bis zum heutigen Tag. Am heutigen Karfreitag schauen wir auf Jesus Christus, den einen Knecht Gottes, der das Heil nicht nur hinausgetragen hat in alle Welt, sondern der es am Kreuz für uns erwirkt hat. Und wir schauen hinauf ans Kreuz zu Jesus Christus und hören seine Berufung, hinzugehen in alle Welt und den zu verkündigen, der uns das Heil geschenkt hat, Jesus Christus. Und in diesem Sinn bist du ein Knecht Gottes. Wow, was für eine Wende. Jesus, der eine Gottesknecht, der am Kreuz hängt und für uns stirbt, an den wir heute ganz besonders denken. Und dann wir selber auch Knechte Gottes, die in seinem Namen unterwegs sind. Ich wünsche euch von Herzen, dass euch dieser Blick auf Jesus weiter bewegt, euer Herz erfüllt und euer Leben prägt, sodass ihr als Gesandte weitergehen könnt. In diesem Sinne euch alles Gute und Gottes Segen.